Hallo Martin, herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Amt als Geschäftsführer Sport. Sag unseren Fans doch bitte zunächst, wie sich dein Nachname ausspricht. Die Schreibweise führt ja manchmal zu wilden Interpretationen, oder? Ja, hallo erstmal. Der Name ist etwas schwierig auszusprechen. Er wird Pschonjono ausgesprochen, wie PSCH am Anfang. Und dann geht's munter weiter. Sehr gut. Martin, in deiner aktiven Zeit hast du mehr als 300 Drittligaspiele mit 100 Toren bestritten. Wie verlief deine Karriere als Spieler? Ja, die war von kleinster Jugend an eigentlich geprägt, darauf Fußballprofi zu werden. Viele Sachen mussten untergeordnet werden, zum Leidwesen meiner Eltern auch die Schule und andere Themen. Ich hatte irgendwann das Glück, dass ich das dann geschafft habe, meinen ersten Vertrag in Bremen unterschrieben habe. Und so verlief dann meine Karriere 14 Jahre lang mit allen Höhen und Tiefen. Leider hatte ich nie den ganz großen Durchbruch geschafft in die erste Bundesliga. Das wurde mir durch Verletzungen verwehrt, aber vielleicht auch einfach durch mangelndes Talent, wer weiß. So habe ich dann bis 2004 gespielt und habe dann im zarten Alter von 34 meine Karriere beendet. Aber nicht nur des Alters wegen, sondern halt auch mein Körper hat dann nicht mehr so gerne Fußball gespielt, weil die Schmerzen zu groß wurden. Okay. Wie ist es dann weitergegangen? Hast du immer vorgehabt, auch nach der Spielerkarriere im Fußball aktiv zu bleiben? Das war eigentlich auch immer mein Traum oder mein Ziel, auf dieser Ebene weiterzuarbeiten. Allerdings habe ich dann nach der aktiven Karriere erstmal eine Zeit lang gebraucht, um so das normale Leben, den normalen Ablauf eines ganz normalen Arbeiters kennenzulernen und mal zu schauen, was da draußen überhaupt in der Welt so funktioniert, ohne diese Fußballblase. Und das hat mir, glaube ich, ziemlich gut getan. 2014 erfolgte der Einstieg als leitender Scout beim 1. FC Nürnberg. Ein Jahr später bist du in gleicher Position zu Hannover 96 gewechselt. Welche Fähigkeiten musstest du in diesem Amt mitbringen? Also grundsätzlich ist es natürlich, als Scout musst du ein gutes Auge für Potenziale von Spielern besitzen, ein Netzwerk haben, was sehr groß ist. Das baut sich natürlich im Laufe der Zeit immer weiter aus. Du musst viel Freude an der Arbeit haben, eine sehr hohe Reisebereitschaft an den Tag legen, weil man ja doch, sagen wir, sechs Tage die Woche schon unterwegs ist mit dem Flieger, Zug, Schiff, wo auch immer man sich interessante Spieler aussucht. Und das sind halt so die grundlegenden Eigenschaften, die man dafür braucht. Im September 2018 bist du dann als Leiter Sport für den Lizenzspielbereich nach Paderborn gekommen. Warum hast du dich denn entschieden, beim SC Paderborn 07 zu arbeiten? Ja, also der Grund ist eigentlich ganz leider Markus Kösche. Wir haben uns im Frühjahr 2018 durch Zufall mal getroffen und dann haben wir uns so ausgetauscht. Und dann hat er gefragt, was ich so mache in Zukunft. Und das lag halt nahe. Ich wohne halt seit 2012 auch schon hier in Paderborn. Und man sagte, Mensch, das wäre doch vielleicht eine interessante Sache, hier bei uns einzusteigen. Und da sind die Gespräche halt so fruchtend gewesen, weil Markus und ich wirklich komplett gleich denken, was Kaderplanung, Vereinsführung, Menschenführung angeht, sodass ich eine große Lust verspürt habe, dann mit ihm hier zusammen das zu machen. Und das auch sehr erfolgreich. Mittlerweile bist du mit unserem Verein gut vertraut und hast an der Zusammenstellung des Kaders für die nächste Saison schon stark mitgewirkt. Welche Rolle traust du denn unserer Mannschaft in der ersten Bundesliga zu? Boah, das ist eine gute Frage. Das wird natürlich für alle Beteiligten ein großes Abenteuer, für die Spieler, aber auch für uns leitenden Personen. Ich denke, dass wir mit unserer Spielart, die wir sicherlich nicht verändern werden, also das sei mal ganz klar gesagt, den einen oder anderen ärgern werden. Wo das dann letztendlich landet, ist immer schwer zu sagen. Wir werden natürlich in der großen Öffentlichkeit als erster Absteiger gehandelt. Aber ich bin mir sicher, dass wir so einen guten Kader mit so viel Potenzial auf die Beine stellen werden, dass wir unsere eigene Fußball-DNA und Strategie auch in der ersten Liga weiter ausleben können. Gut. Abschließend noch eine persönliche Frage, Martin. Mit welcher Motivation und mit welchen Zielen gehst du die Arbeit in deinem neuen Amt denn an? Ja, wir haben ja im letzten Jahr schon sehr viel aufgebaut. Der Markus das Jahr davor schon in seinem ersten. Und wir wollen einfach den Verein in naher Zukunft, aber auch in mittel- und langfristigen Bereichen halt so aufstellen, dass er unter die Top 30 Mannschaften oder Vereine in Deutschland gehört. Das heißt, man ist immer unter den besten 8, 9 Mannschaften der zweiten Bundesliga. Ich glaube, dann ist für Paderborn wirklich schon sehr, sehr viel getan. Und da werde ich meine ganze Kraft einsetzen, um dass wir das realisieren können. Martin, vielen Dank für dein erstes Interview mit uns. Wir werden dich bestimmt jetzt öfters im SCP 07 TV begrüßen und wünschen dir einen guten Start als Geschäftsführer Sport. Vielen Dank. Bitte.